Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich weiß, einige wollten Schnecken-Content, aber jetzt bin ich wieder für euch da. Jetzt gibt's Schnecken-Content en masse. Welcome to the Slime Side on YouTube again. Heute wieder mit Gary aus dem ersten Gelege von Günther und Bubbles. Ihr seht auch, ich bin aus dem Urlaub gekommen und das Haus sieht schon viel kräftiger aus, hat eine dunklere Farbe bekommen, ist nicht mehr weich. Also Gary geht's gut, dem ersten Gelege geht's gut. Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz, wie es den Schnecken, den Babys geht. Aus dem zweiten Gelege sind noch nicht alle geschlüpft, aber ich habe sie jetzt hier reingetan, beziehungsweise mein Freund, als ich weg war. Seht ihr das? In so einem Container, das kann man auf Amazon bestellen einfach. Denn wir halten die Babys nicht bei den großen Schnecken. Die fallen auf die Eier drauf oder die fallen auf die Babys drauf und dann sind die kaputt. Und dann sterben die natürlich. Und deswegen haben wir hier so Container gekauft. Gibt es in verschiedenen Größen. Das ist eine gute Größe zum Anfang, denn die können nicht so viel Strecken zurücklegen. Natürlich die kleinen Babyschnecken zum Essen. Und deswegen halten wir es relativ klein noch und steigern dann je nach Größe. Natürlich werde ich auch bald welche abgeben, weil ich möchte nicht 24 Schnecken haben, die werden alle so groß. Das kann ich nicht machen. Deswegen werde ich ein paar abgeben. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Vielleicht versteigere ich Günther Bubbles Babys. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wo, wann, werdet ihr noch alles erfahren. Aber die müssen noch ein bisschen kräftiger werden. Jetzt sind die doch noch ein bisschen klein und ein bisschen weit. Aber es kommt, versprochen, es kommt. So, heute werden wir die meistgestellten Fragen zu meinen Achatschnecken beantworten. Okay? Erstmal die Frage, die immer wieder auftaucht: wie bin ich darauf gekommen, überhaupt Achatschnecken oder Schnecken zu halten? Wie kommt man auf so eine blöde Idee? Also, erstmal bin ich faul und ich fand die Schnecken, mit denen muss man nicht Gassi gehen, mit denen muss man nicht spazieren gehen, die müssen nicht dreimal am Tag raus, um Kacker zu machen oder so. Die machen keinen Krach, weil hier beschweren sich die Nachbarn immer und so weiter. Und ich bin Musiker, ich mache Musik und es ist gut, wenn die nichts hören oder wenn die nicht geräuschempfindlich sind. Also, meine Schnecken sind taub, die machen keine Geräusche und man muss nicht mit ihnen Gassi gehen. Hat einfach Vorteile, denn ich bin faul. Das zum Ersten. Aber ich habe ein Bild gesehen irgendwo im Internet und das blende ich jetzt mal ein. Geil, 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 geil. Habe ich mir geholt. Man wächst mit seinen Aufgaben, meine Lieben. Und habe mir nach und nach alles angeeignet und in Erfahrung gebracht. Aber ich hatte gar keine Ahnung. Sind wir uns einig, ich hatte gar keine Ahnung am Anfang. Und jetzt natürlich, im Laufe der Zeit, eignet man sich alles an. Das zur ersten Frage. Zweite Frage, die ich oft höre, vor allem auf TikTok. Woher bekommt man die? Woher bekommt man solche Schnecken? eBay-Kleinanzeigen? Also ich habe noch nie in einem Laden gesehen, dass man die angeboten hätte. Ich wohne in München, aber ich habe das noch nie gesehen. Weder im Fressnapf noch sonst irgendwo habe ich gesehen, dass die angeboten werden. Deswegen eBay-Kleinanzeigen. Da findet man diese Schnecken von 1 Euro, wenn die ganz klein sind, bis 50, 60 Euro, wenn die eben schon ausgewachsen sind. Das findet man seltener. Man findet ganz viel diese kleinen, weil man vergessen hat, das Terrarium wirklich gründlich zu durchsuchen nach einem Gelege. Und man hat keine Ovums, so wie ich, die nur 12 Eier legen, sondern die legen halt dann mal 300 Eier. Dann muss man natürlich verkaufen und dann verschenkt man auch. Viele werden auch verkauft als Futtertiere für Fische oder Reptilien oder sonstiges. Ich habe auch gehört, dass die an Menschenaffen verfüttert werden. Also ihr müsst, wenn ihr Schnecken habt und ihr wollt nicht, dass sie als Futter enden, natürlich immer darauf achten, das Gelege einfrieren und dann wegschmeißen. Wenn ihr Eier findet, ihr wollt sie nicht behalten, friert sie ein und danach schmeißt ihr sie weg, dass sie nicht hier in unser Ökosystem kommen und alles kaputt fressen. So viel dazu. Ich bin etwas abgeschweift. Dritte Frage. Wenn man... Ah ja, das ist eine ganz süße Frage. Oft auf TikTok, als ich erzählt habe, dass die eben so viele Eier legen, da wurde ich dann häufig gefragt, warum nimmt man dann nicht eben zwei Männchen oder zwei Weibchen? Dann können sie ja nicht paaren. Ja, so einfach ist es nicht, denn die sind Zwitter. Und im schlimmsten Fall können die sich eben auch selber befruchten. Also auch wenn ihr nur eine Schnecke haltet, kann es passieren, dass ihr Eier bekommt. Außerdem können die Samen sehr lange speichern. Das heißt, wenn die vor Jahren mal bei jemandem gelebt hat, die auch andere Schnecken hatten und sich da schon befruchtet hat, können die Samen eben schon noch Monate mittragen. Je nach Art sind Schnecken ganz unterschiedlich in ihrem Verhalten, in ihrer Sexualität und so weiter. Manche machen das auch nicht gerne.
Andere machen es schon, aber ich glaube zu wissen, alle könnten es tun, wenn sie alleine sind, okay? Bisschen kompliziert, die Schnecken. Wie gesagt, ich habe auch schon öfter drunter geschrieben, Schnecken sind sehr wenig erforscht. Also da gibt's schon noch auf jeden Fall Bedarf, was das Ganze angeht. Ich wurde auch gefragt, ob man die sterilisieren kann. Vielleicht könnte man es, I don't know, aber es wäre auf jeden Fall sehr schwierig. Wie gesagt, wenig erforscht. Nächste. Fühlen die sich eklig an? Höre ich auch immer wieder. Also die kleinen Schnecken fühlen sich an wie Schnecken hier aus dem Garten natürlich. Weinbergschnecken hatte jeder schon einmal auf der Hand, denke ich. Die großen Schnecken fühlen sich anders an. Das sind schon richtige, wie nenne ich das? Das sind schon richtige Fleischlappen. Also ich kann das schwer beschreiben, wie die sich anfühlen. Ich meine, wenn man eine Schneckenphobie hat, dann fühlen die sich allgemein wahrscheinlich unbeschreiblich eklig an. Wenn man Schnecken mag, oder nichts gegen schleimig hat oder so weiter, auf jeden Fall fühlen sie sich immer schleimig an. Je nach Art, manche schleimen mehr, manche schleimen weniger, aber sie schleimen alle tendenziell auf jeden Fall. Und die großen Schnecken fühlen sich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, vielleicht wie so eine, schwierig, lass mich überlegen, wow, wie eine Kuhnase, eine Nase einer Kuh, die ist doch auch immer so nass, oh, aber rauer, also eine Nase von der Kuh, aber rau, vielleicht sowas. So fühlen die sich die großen Schnecken an. Also auf jeden Fall eigenartig, ja. Ich kann es nichts mit irgendwas beschreiben, was ich jetzt kenne, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Was muss man bei der Haltung beachten? Ja, auf jeden Fall, wenn man Achatschnecken hat, muss man beachten, dass die ja ursprünglich aus Regenwald kommen. Und man muss ihnen ein Klima schaffen, das diese Bedingungen erfüllt. Das heißt, es geht nur in einem Terrarium oder einem Aquarium, was man eben umfunktioniert. Und dann auch je nach Art, meine zum Beispiel die Achatina marginata ovum, die mögen es sehr feucht und die mögen 90% Luftfeuchtigkeit und die mögen es sehr heiß. Ja, diese Bedingungen müssen geschaffen werden in einem Terrarium. Das heißt, es reicht nicht, wenn man die in einem Hamsterkäfig hält oder so. Ja? Also das Regenwaldbewohner, man muss den Regenwald irgendwie imitieren. Klima von dort. Also das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man sich welche anschafft. Sind, finde ich, relativ einfach zu halten. Meine Großen machen auch kaum Dreck. Also ich meine, wenn die da hinkacken, dann nehme ich das einfach raus und fertig. Schmeiße ich das in den Müll und fertig. Also die machen das auch nicht häufig. Und wenn man jetzt ganz viele hat, dann natürlich würde das öfter passieren. Dann kann man sich auch Asseln oder Springschwänze mit reintun. Die essen den Kot der Schnecken auf. Dann muss man das Terrarium im Grunde gar nicht mehr sauber machen. Könnte man auch machen, wenn man jetzt sehr viele hat, ja, wenn es sich lohnt. Aber bei den zwei großen und bei den kleinen hier fallen die Exkremente der Schnecken so selten an, dass ich das für mich noch nicht gelohnt habe. Aber wenn ich jetzt Ende September mein großes Terrarium bekomme, dann sind da auch Asseln und Springschwänze drin, weil, umso weniger Arbeit, umso besser, you know what I mean. Und das waren schon die Fragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Schnecken, über die Schneckenhaltung, was genau ihr wissen wollt, schreibt bitte in die Kommentare. Ich brauche Anregungen, um zu wissen, was euch interessiert, was ihr wissen wollt, sollt, müsst und so weiter. Und schreibt in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt. Und dann können wir nächstes Mal die Namensvergabe machen der Schneckenbabys. Da habe ich hier gefragt auf YouTube, wie sie heißen sollen und auf TikTok. Und da werde ich mir die Namen aussuchen, die mir gefallen. Und dann werden wir sie taufen. Alle zusammen. Okay? Nächstes Video. Und was ich noch sagen wollte, das Gewinnspiel läuft immer noch von meinem letzten Song. Schreib runter, Hashtag Schneckengang. Ich verlose ein Schnecken-Starter-Pack. Letzter Song war Why You Mad auf YouTube, nicht auf TikTok, das haben wir viele verwechselt, sondern unter Why You Mad hier auf YouTube, Hashtag Schneckengang in die Kommentare. Ich verlose wieder ein Schnecken-Starter-Pack. Mit meiner Kalkmischung, mit Sepiaschale, mit Austernschalen, mit, was gibt's noch? Mit Mandelbaumblättern. Und, packe ich euch mit rein. Also, Hashtag Schneckengang,
Das ist einfach gewonnenes Starter-Pack. Ich habe das, glaube ich, schon dreimal verlost oder sowas. Und jedes Mal haben sie sich sehr gefreut. Also, have fun. Das war's aus der Schleimzentrale.